Der Krieg muss nach Russland getragen werden. Russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Wir müssen alles tun, dass die Ukraine in die Lage versetzt wird, nicht nur Ölraffinerien in Russland zu zerstören, sondern Ministerien, Kommandoposten, Gefechtsstände. Das Grundgesetz Artikel 26 sagt, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Da kann man sich schon fragen, ob die Aufforderung von Herrn Kiesewetter bzw. der CDU, Russland mit vermutlich deutschen Waffen anzugreifen, vielleicht kriminell ist.